Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, 28. Januar. Wir schreiben sozusagen Tag 1 nach dem gestrigen Fed-Event. Letztlich bleibt alles verklausulisiert und die Mrs. Yellen hat hier immer wieder ein Stück weit auch auf die Bremse getreten. Die große Preisfrage wird eben sein, ob die Zinsanhebung ähnlich stark sich fortsetzen oder nicht. Man scheint ein Stück weit Vorsicht schwellt hier durchaus im Markt. Die Frage ist eben hierbei, ob es eine Abschwächung in den USA gibt oder eben nicht. Damit einhergehende Leitzinsanhebung wäre natürlich mehr oder weniger eine Beschleunigung einer möglichen Abschwächung. Das muss man mal sehen, wie es sich entwickelt. Letztlich wollen wir uns heute hier auch dem US-Dollar gegenüber japanischen Yen zu wenden, um im Nachgang auch den Neuseeland-Dollar gegenüber dem japanischen Yen zu betrachten. Eine Crossrate-Währung, die auch interessant erscheint, gerade auch vor dem Hintergrund, dass der Yen eben als solcher seine interessante Korrelation an den Tag legt, sofern eben die Aktienmärkte generell aufsteigen oder eben absteigen. Also ergo ist es in der Regel so, dass der Yen als Fluchthafen dient, sofern es eben hier Aktienverkäufe auf breiter Front gibt. Das sahen wir zu Beginn des Jahres. Gehen wir kurz hier auf den Yen mal einen Tageschart. Das sahen wir aber auch im August. Hier die Augustkorrektur, ein starker Yen-Aufwertungsprozess in dem Kontext. Das führte dann entsprechend dazu, dass US-Dollar-Yen abwertete. Und genau das Gleiche fand hier Einzug Ende Dezember, Anfang Januar, als eben hier die Märkte, ich will nicht sagen kollabierten, aber auf jeden Fall denkbar schlecht ins Jahr starteten. Auch dies führte zu einer Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Yen, also einer entsprechende Yen-Aufwertung. Und die damalige Lage, wir hatten das auch am 15.01. im Devisenradar besprochen, war eben hier eine saisonale Schwäche. An dieser saisonalen Schwäche knüpft sich jetzt natürlich ein Ende an und die Frage ist, wie kann es weitergehen? Der ein oder andere wird es schon gesehen haben, jetzt wo ich im Tageschart mich befinde, sehen wir hier eine saisonale Stärke, die hier mit Blick auf die kommenden 20 Handelstage mindestens Einzug hält. Ich zeige Ihnen auch hier nochmal ein anderes Statistiktool, was hier dann mich auch gleich noch auf den Neuseeland-Dollar zurückkommen lässt. Aber hier auch insbesondere mit dem Beginn des Ende Januars bzw. Anfang Februar haben wir hier während der letzten 8 Handelsjahre beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, aber auch sogar während der letzten 14 Handelsjahre beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem japanischen Yen eine saisonale Stärke, die hier grundsätzlich in diesen Zeitfenstern von Anfang Februar bis Mitte Februar etwa eine saisonale positive Tendenz verspricht. Und das zeigt uns auch hier dieser Saisonalitätsindikator als Chartgraph an. Und wenn wir uns jetzt den Tageschart vom US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen anschauen, dann war schon unlängst die Vermutung, das hatten wir gestern im Devisenradar besprochen, wenn hier dieses einste Unterstützungslevel, das ist die Zone um 118,65 etwa, hier eben durchschlagen, dann gab es jetzt hier so eine Art Pullback. Aber der Preis scheint hier nicht nach unten abdrehen zu wollen. Und mit der positiven Saisonalität im Rückenwind sieht es ebenso aus. Und das zeigt die heutige Kerze. Die gestrige hier, wie gesagt, ein Stück weit Unsicherheit, obwohl wir Intraday, also am Abendverlauf, hier ein neues Hoch gesehen haben, ist jetzt eben hier die Sache die, wenn wir uns über 118,65 absetzen können, dann kommt dieses blaue Szenario, dieses schematische Szenario hier zum Zug. Und eine denkbare Option wäre eben hier, gerade auch vor dem Hintergrund der Saisonalität, dass wir hier jetzt eine unmittelbare Aufwertung sehen. Also ein neues Verlaufs-Wochenhoch könnte hier den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen antreiben. Und wir haben hier die hervorragende Ausgangssituation, dass wir praktisch hier mit diesem charttechnischen Reversal über dieses einste Unterstützung dann Widerstandslevel, also über oder mit Rückkehr über eben dieses Widerstandslevel jetzt hier eben den positiven Bias erhalten, dass wir charttechnisch anziehen können. Und das Ganze wird eben hier auch durch die Saisonalität gestützt. Also summa summarum eine sehr, sehr gute Ausgangssituation, um hier einen weiteren Hype nach oben zu erleben. Dazu aber eben ganz wichtig, dass das Preispaar, das Währungspaar sich hier über 118,65 etabliert. Alles, was drunter geht, wieder zu deutlich, könnte hier nochmal einen Lauf in Richtung 117- in Richtung 116 initiieren. Das ist aber definitiv hier eher Plan B und augenblicklich mehr oder weniger die unwahrscheinliche Variante, aber so ganz sicher kann man sich ja hier nie sein, denn wir bewegen uns ja hier nicht in 100% Wahrscheinlichkeiten, sondern eben hier im Bereich positive Wahrscheinlichkeiten zu ermitteln. Und diese ist hier beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen auf der Long-Seite aktuell gegeben, sofern wir uns eben hier über 118,65 etablieren, Schrägstrich absetzen können. Erste Level wäre hier 120 roundabout, aber vielmehr noch das Level um 120,50.
35, diese Horizontalzone hier, um dann gegebenenfalls bei weiterer Stärke, die sich hier durchaus fortsetzen könnte, in Richtung 122 aufzusteigen. Also zumindest US-Dollar-Yen hier in einer sehr, sehr schönen Ausgangssituation. Schauen wir uns das Ganze mal im Stundenchart an. Da kommen wir gerade wieder ein Stück weit hoch von den Tages. Tiefs. Wir haben uns heute hier während der Asia-Session, das war hier die Kerze gestern zur Fed, da gab es erstmal einen kleinen Freudensprung, dann aber eine gewisse Ernüchterung eben im Sinne dessen, dass es hier jetzt ja, fraglich scheint, ob die US-Fed hier, die US-Notenbank Janet Yellen hier weiter so aggressiv nach vorne prescht, wie sie angedacht war. Sollte sie es nämlich nicht tun, dann ist das eine gewisse Ernüchterung, die den US-Dollar hier schwächen könnte. Und wir sahen hier zumindest gestern eben hier in der Abendsession und auch in der morgendlichen Asia-Session hier ein Stück weit Ernüchterung und aber letztlich hier das Verweilen um 118,50, um 118,65. Das Pivot-Level ist heute bei 118,54, 118,55. Wenn wir darüber bleiben, sieht es erstmal gut aus. Dann haben wir nämlich auch hier eine Aufwärtstrendlinie seit dem 20.01., die hier mehrfach bestätigt wurde. Dann eben hier diese Unterstützungszone. Und sofern jetzt der US-Dollar gegen den japanischen Yen hier Gas geben sollte, und da können wir jetzt mal hier symbolisch so eine Art Bull Flag einzeichnen, wo er sich gerade drüber hebt. Ja. Machen wir da mal ein entsprechendes Konstrukt draus. So. Dann kann das hier schon mal den Mut bringen, dass wir hier mit einem neuen Verlaufshoch oberhalb von 119,10 rund hier eine weitere Aufwärtsbewegung sehen, die dann sich hier eben sogar auf den Tageschart inklusive der Saisonalität hier durchaus positiv auswirken könnte. Ganz interessant noch der Blick auf den großen Wochenchart. Da haben wir gesehen, dass wir hier bei 116 die Stabilisierung gefunden haben, 116,50 und ergo hier die aktuelle Wochenkerze sieht sehr konstruktiv aus. Also wenn es jetzt hier weiter nach oben geht, wunderbar. Sie sehen auch hier diese Ausverkaufskerze vom August. Also hier die Handelswoche vielmehr, wo die starke Korrektur einschlug. Und hier bewegen wir uns innerhalb dieser Kerze. Hier gab es einen kleinen Ausbruch nach oben. Hier gab es jetzt so einen kleinen Versuch nach unten auszubrechen. Aber wenn diese Art positive Candlestick-Kerze sich hier weiter nach oben aufbaut, dann könnte sich eben in dieser Woche, Schrägstrich heute, Schrägstrich morgen, aber insbesondere dann im Februar hier durchaus eine weitere Performance anschließen. Gut, das zum US-Dollar-Japanisch-Yen, der ist wie gesagt interessant, kommt aber jetzt hier im Stundenchart, sehe ich just live, hier wieder ein Stück weit zurück, ist kein Problem, der sammelt vielleicht Kräfte für einen Ausbruch. Achten Sie mal hier auf diese Art Flaggenstruktur, sieht in jedem Falle sehr, sehr interessant aus. Zum Neuseeland-Dollar-Japanisch-Yen hier nochmal abschließend, weil der eben saisonal auch ein interessantes Setup aufweist. Das Bild sieht ähnlich aus wie beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, wenngleich ja nicht ganz so bullisch, wenn wir uns das mal im Graph anschauen. Aber wir haben ja anhand der Statistik eingangs gesehen, dass hier grundsätzlich die positive Tendenz überwiegt. Also hier beispielsweise, wenn es jetzt hier noch einen kleinen Spike nach unten geben sollte, generell hier auch mit Blick auf die kommenden 40 Tage, der Weg jetzt nach oben zeigt vom saisonalen Charakter her. Und wenn wir hier diese Unterstützungsbereiche sehen, um rund 75 Yen, ein Stück weit tiefer hier noch diese Spikes nach unten, 74,30, dann haben wir jetzt hier im Tagesschart die Situation, oha, ein Fan der Schulterkopf-Schulter wird genau diese identifizieren und das würde, Schrägstrich könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass man hier Schulter-Schulter entsprechend und hier unten entsprechend den Kopf findet mit diesem Spike, also eine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation, die hier statistisch eine gute Ausbruchsrelevanz hat. Und wir sind jetzt hier im Sinne des Abwärtsmomentums der jüngsten Zeit an einem Unterstützungslevel auf so eine Formation gestoßen. Wie man hier die Nackenlinie zieht, das kann man sich jetzt überlegen. Ich könnte mir vorstellen, hier so einen Horizontalbereich zum Beispiel. Moment, hier machen wir erstmal eine schräge Trendlinie draus. So sieht es besser aus. Mit dem gestrigen Spike nach oben kann das hier ganz interessant werden. So sieht es mal aus. Grüne Linie und dann machen wir hier noch die horizontale Nackenlinie hin. Und das wäre auf jeden Fall eine Indikation, wenn der Markt darüber geht, dass man hier ein gutes Potenzial hat, um eben nach oben zu kommen. Und rein technisch lässt sich hier eben auch ein Gewinnpotenzial ableiten, was ich jetzt mal hier ein Stück weit pauschal nach oben ab Spiegle und dann kann man hier davon ausgehen, wenn das Währungspaar ausbricht, dass dann hier Zugewinne über 81 Yen, 81, 40, 50, vielleicht sogar hier bis zu diesem Widerstandslevel um 82, 90 möglich wären. Also hier auch eine schöne Umkehrformation, auch saisonal gestützt. Das sieht, wie gesagt, alles ganz gut aus und insofern lassen wir uns mal überraschen, ob es zum Ausbruch kommt. Obacht geben, wir haben die
japanische Notenbank auch noch heute Nacht zugange. Da wird es hier, zeige ich Ihnen direkt mal gleich, da wird es heute Nacht, wie gesagt, noch einen Event geben, der, wie gesagt, nach der gestrigen Notenbank hier praktisch heute 0 Uhr die japanische Notenbank nochmal auf den Plan ruft. Und dann haben wir hier in der Asia-Session ab 0:30 Uhr enorm viele Wirtschaftsnachrichten. Das heißt, heute Nacht geht es hier unter Umständen ab bei den Yen-Pairs. Aufgepasst, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich werde es verfolgen, hoffe Sie auch. Ich hoffe, Sie hatten Spaß am jetzigen Devisenradar. Wenn Sie mögen, schalten Sie das nächste Mal ein, morgen dann 9:30 Uhr und die Tage dann wieder im Webinar. Ich wünsche was viel Erfolg beim Handel, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.